Es ist Dienstag. Willkommen zurück zu Endes Tage Anderson. Ich darf darauf per Proxy hinweisen, dass das richtige Lesen Pointen retten kann. Und bei den Gegner, der mich in der letzten Episode angriff mit einem großen Hammer, wurde ich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Schlägekraft handelt. Ihr wisst schon, ein Wortspiel auf Fliegekraft. Ha, ha, ha. Ich lache, das macht mich menschlich. Achso, jetzt sind wir einfach nur auf der Rückseite von der Tür. Okay, gut, das war jetzt ja. Gut, dass dieses verrostete Ding so noch aufgeht. Okay, die Sicherung, glaube ich, können wir nicht mehr einfügen. Das wird wahrscheinlich in nächster Zeit nichts. Na gut, dann haben wir das. Und wir könnten aber nochmal... Ah ne, wir können nicht das Licht ausmachen, oder? Ne. So, ne, dann benutzen wir nochmal den Bolzenschneider. Bestimmt ein guter. Lernt auch du den Comedian dein Schätze respektieren. Nein. So, jetzt klettern wir wieder runter, kommen wahrscheinlich wieder im gleichen... Der war so flach, dass er mir das stehende Fuß rasiert hat. Oh ja. Es kann nur besser werden hier eigentlich. Rohre. Wir finden weitere nicht aktivierte Lampen, aber was ist denn das? Okay, das ist nur so ein... Wie genau fallen eigentlich so... Obwohl, na gut, wahrscheinlich die Spannung, oder? Fallen so Stellen aus der Wand raus. So, ich sehe ein weiteres schwarzes Blob, durch das wir durchgelaufen sind. Eine Geschichte schreiben. Hier stehen Betten. Gone too soon, Rip Nora. Okay, wir sind diesmal wieder hier. Aber diesmal liegt das Ding für Nora nicht da. Oceanville Hotel and Spa. War da vorher schon Wasser? Wieder zurück. Yay. Noch tiefer. Ja, aber diesmal ist hier einfach gar keine Tür. Nora. Okay, ich hätte mir ihren Namen wahrscheinlich aufschreiben müssen. Das wird oft genug erwähnt. Wir finden nochmal Munition. Ist ein bisschen doof, dass das Spiel, glaube ich, dass es dem Spiel relativ egal ist, wie viel Munition du. Also in welcher Situation du bist. Du findest halt immer gleich viel Munition. Also du hast immer so einen garantierten Grund. An Muni auf Tasche. Wollte schon ein Mikroresistent, die ich wechselnde Feuchtigkeit entstehen? Ja, das ist schon relativ feucht hier. Ich kann übrigens immer noch nicht das Gewehr einschätzen. Wie gut das ist, aber. Oh. Thomas Zane ist von Cynthia gar nicht so begeistert. Ein tiefes Wasser hier. Ah. Ich meine, Zane ist ja quasi irgendwie Alan Wake, insofern. Denkst du, ein Stahlbetonbunker hat das gleiche Problem wie Brücken, nur dass die Bedingungen etwas konstanter sind. Ah ja. Ich wittere eine Tor. Arena. Es ist so dunkel. Tut mir leid, Kleine. Die Hexe hat mich reingelegt. Tor, ich bin hier. Ich komme. Dunklen Wasser ertrunken. Sie haben Tor entführt. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Ich muss zu Tor. Ich muss die Lampen einschalten, um ihn zu erreichen. Oh, das war wieder die Ente. Es ist geschlossen, dunkel da unten. Ich bin unter Wasser. Sie hat mich am Tod eingefangen. Aha. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Sie ist unter Wasser. Scheiße. Ich weiß nicht, hätte ich die Ente erschießen sollen? Sie kommt. Was ist das hier, so eine Dune-Geschichte? Ich bin verloren. Das wird dich wieder zum Lächeln bringen, meine Liebe. Aha. Kann ich jetzt einfach gierig bis dahin hinrennen? Ohne von... Sie war allein. Sie hat mich da gekriegt. Ja. Oh, ich höre einen laufenden Generator. Ein lieblicher Todeswunsch.
Jugendlicher Todeswunsch? Also sie ist unter Wasser. Das ist, oh, warte mal. Das hat jetzt aber schon sehr Ähnlichkeit mit dem ältesten Haus hier, ne? Auf ihrem eigenen Fall ausgeschlossen. Hm. Noch mehr Heal. Na gut, das heißt, ich muss aber davon ausgehen, dass ich... Ich muss aus dem Wasser. Ah ja, hm. Versank in der Dunkelheit. Das ist halt durch die, ein bisschen die Frage, wie gierig kann ich sein? Okay, da oben ist einfach nichts. Was genau ist das? Wake war verschwunden. Nee, Wake ist wieder da. Ich kann nicht im Wasser bleiben. Da war schon noch was hinter mir. Oh. Ich hätte den anderen Generator auch gemusst. Upsala. Oder ist das der letzte Generator, der fehlt? Weil der andere lief ja schon, den ich vorher... Ich lasse sie hier nicht zurück, Thor. Festhalten! Sie? Sie sagt immer noch sie, ne? Ich muss aus dem Wasser. Ja, ja, ich bin bei. Oh, noch eine weitere Fackel. Wo bist du? Sie versank im dunklen Wasser. Es ist kalt. Dunkel. Ich kann nichts sehen, verdammt. Nein, das ist ja aber wesentlich heller. Sag Odin, es tut mir leid, dass ich alles verbockt habe. Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Das ist auch so ein typischer Ami-Filmspruch, oder? Du kannst dich selbst dabei entschuldigen! Wir schaffen das gemeinsam! Hm. Tja, das ist... Aua! Ich sollte vielleicht eine andere Waffe nehmen, die besser dafür geeignet ist für Leute, die auf mich zustürmen. Ich weiß nicht, ob es hier um welche Finesse geht oder ob ich einfach. Ob ich einfach stumpf durchziehe mit allem, was ich hab. Fuck! Also, sieht wie aus wie ein riesiger 1 des Haifischlabor. Na gut, dass ich das nicht kenne. Okay, also ich glaube, ich muss einfach nur stumpf rumballern. Ja, dann hätte ich, glaube ich, gleich die Schrufeln nutzen sollen. Ne? Das ist wieder ein bisschen wie bei den... Wie bei den Detectives. Ich weiß halt nicht so richtig, was ich tun muss, um auszuweichen. Fast. Ich habe keine Ahnung, wie viel sie noch hatte. Das ist halt nicht so richtig ersichtlich. Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Ich hole sie hier raus. So. Da vorne ist nochmal Munition, wa? Noch mehr Sprüche. Okay, das Spiel. Haben Geister vielleicht einen Kopf gemacht? Hätte ich das hier aber anleuchten können? Ein gelegentlicher Todeswunsch. Okay, das anzuleuchten ist irgendwie ziemlich sinnfrei. Ich glaube, ich weiche lieber aus. Ich bin verloren.
Ja, höre immer auf zu jammern. In der Form an sie ranzurennen, indem sie das, den Fernseher benutzt, ist, glaube ich, keine gute Idee. Oh. Das war's schon? Good enough. Oh. Schon wieder. Die FBI beherbergt. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Wo sind Sie? Kommt das aus dem dunklen Ort, als Sie noch gefangen waren? Ich hab den Klicker. Wir können das beenden. Ist sie vom Klicker? Sie können helfen. Sie müssen ihn finden. Ich hab ihn bereits. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber ich muss etwas wissen. Haben Sie Logan in die Geschichte geschrieben? Er ist in Gefahr. Ich muss zurück zu meinem Programm. Ich schreibe eine Geschichte um ihn. Anders geht es nicht. Dann ändern Sie die Geschichte. Wenn das die Vergangenheit ist, wenn Sie noch am dunklen Ort sind, dann können Sie das doch, oder? Sie können sie nicht hineinschreiben. Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal! Logan ist in der Geschichte. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn dazu zwingen. Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun. Meiner Familie. Thor! Verdammt! Alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, deinen Opa zu retten. Gute Einstellung. Liegt das in der Familie? Du hast recht. Tut mir leid. Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst. Das ist mein Job. Also, ich habe da ein paar Fragen. Natürlich hast du das, meine Kleine. Und ich habe Antworten. Kapitelende. Jetzt frage ich mich, ob wir wirklich Antworten bekommen. Jetzt hören wir noch mal den Song. Na gut, dann hören wir uns den doch mal an. Oder ob wir jetzt zwangswechseln auf Wake, weil das jetzt die Logik ist. Venom and spite, tears would forever flow. It added you wrong.
waves of despair, an ocean of desolation, fighting for air, my swan song, be done. You can't relight my fire when a shame becomes a pale horse. Ja gut, das wiederholt sich. Ich glaube, wir können ja mal auf Fortfahren drücken hier. Gucken, ob wir noch welche Antworten kriegen. Wir zwei... Ach, wir gehen wirklich genau da weiter. Na, dann reden wir doch mit ihm. Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Ich dachte, Odin weiß alles. Okay, Profiling. Legen wir los. Der Gedankenraum. Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe? Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Ah, das ist natürlich auch, das ist natürlich auch ein schönes Ding. Das ist ein Stück klar, das ist halt nicht so der Sherlock Holmes Gedankenraum, sondern es ist einfach die Repräsentation der Art und Weise, wie sie Wahrheit aufbaut. Ich meine, es war am Anfang schon ein bisschen komisch, dass sie Sachen aus Leute rauskriegt, die sie nicht mehr gesagt haben, wo es keinen Ansatz für gab. Aber das erklärt natürlich so einiges. Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Meh, aber wer war der Vater? Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Behauptet er zumindest. Oh, jetzt können wir Fragen stellen. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen. Auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. Der Vater? Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht.
Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ne, Ellen Wake ist nicht der Vater. Ich meine, sie ist ja... Ich werde die mit Logan und David retten. Aber... Ich werde sie retten. Also von den bekannten Personen, die wir so kennen, die... Also jetzt mal so rein phänotypisch gesprochen, die gute Saga ist ja schon ein bisschen dunkelhäutig. Und welche andere Person, die irgendwie bis jetzt übernatürlich in Auftritt gekommen ist, ist ebenfalls dunkelhäutig? Mr. Door, that's who. Also das ist die einzige Person, die bis jetzt hier auffällt. Das wäre jetzt natürlich das Ding. Aber es könnte natürlich auch genauso gut ein roter Hering sein. Das ist wirklich irrelevant, wer es ist. Ich habe den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Das sollten wir vielleicht nochmal klarstellen. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Mal schon abgesehen, dass Tom vielleicht doch irgendwie Ellen ist. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Das hat er wahrscheinlich auch gesagt. Danke, Opa. Opa. So, na gut, dann rücken wir aus. Mach dir um mich keine Sorgen, Kleine. Ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff und schon geht es uns wieder gut. Bis bald, Saga. So, dann können wir jetzt die gefluteten Bereiche erkunden. Das machen wir denn. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Estevez überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Na, ich weiß ja nicht. Egal, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt. Hören Sie mich, Casey. Achso, die gibt's ja auch noch. Verdammt. Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Gut, dass er jetzt einfällt, ne? Konzentration, Saga. Geht zum Büro, zu Wake. Ja, sicherlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt I'm Wake. Ciao.